Hey Leute, hier ist Salima mit Project Zomboid. Weiter geht's. Mir wurde gesagt, ich soll nicht mehr mit dem Auto über die ganzen Leichen fahren, aber das macht immer so schön BAM! Oh Mann, Alter, hier ist alles versifft. Oh Mist, das ist ja blöd. Warte mal. Ja, wir haben jetzt ganz viele Autos hier hingeparkt. Elektrozeug geholt und alles mögliche, aber so langsam glaube ich, dass ich das gar nicht irgendwie großartig benutzen kann. Oh Mann, hier sind nur die Fliegen am Fliegen. Das gibt's doch nicht. Ach, das ist die Umgebung. So machen wir das, ne? Tut mir leid, ich habe das wieder lauter gemacht gehabt. So. Ja, so Fliegen sind laut, ne? Ach, hab ich das... Ich muss schlafen gehen. Ich sollte wirklich schlafen gehen. Ach, Schlüssel habe ich mitgenommen. Ach, Licht ist aber irgendwie nur an. Okay, nur mal Taschentuch, Gummiband. Wofür auch immer. Und los geht's mit Zomboid. Zomboidus. Ich komme einfach nicht zur Ruhe. Erstmal lieber ein paar Chips. Trinken was Wasser. Nehmen wir ein paar Schmerztabletten. Und gehen pennen. Sobald es geht. Ja, ich überlege noch, was wir tun sollen. Also, panisch. Ja, ich müsste Licht anmachen. Wo geht denn hier das Licht an? Da. Panik, Angst, panisch, Präzision verringert. Jetzt schwurz auch, ist immer noch am Bluten. Okay, wir machen mal gerade alles sauber. Habe ich noch sterile Stofffetzen, habe ich immerhin noch. Gebissen, gebissen. Okay. Okay, 4 Bandagen. Oh Gott, was ist denn hier los? Habe ich das jetzt im Kochtopf mit Wasser gewaschen? Ich tue den mal hier rein. Das sieht aus, oder? Ekelhaft. Okay. Machen wir den mal an. So, dann waschen wir mal. Sterile sind noch da. Bandagen. Desinfizieren 4 Stück. Bumm. Machen wir den wieder aus. Okay. Okay, was ist hier los? Wir sind immer noch sehr lahm, was das angeht. Wir waren mal besser. Wir waren mal besser im Prügeln. Guck mal, noch einer. Luftpumpe. Ich weiß, dass wir eine haben. Ich will das mal ausprobieren. Das geht bestimmt nicht. Wetten, ich bin irgendwie zu blöd. Das sowieso. Oh, das essen wir mal. Ich habe doch eigentlich gar kein Lager. Ich mach doch alles in die Autos rein. Da. Da. Ja, nimm mal die Schlüssel mit, ist egal.
habe doch nicht alles in den Pickup getan, oder? Tatsächlich. Wagenheber, Schlüssel. Gut, ich hatte dann anscheinend doch noch keine Luftpumpe. Die Frage. Also, ich muss auf jeden Fall besser werden. In Sachen Kampf. Ich glaube, wir gehen mal zur Polizeistation. Ach, scheiße, ich musste mich ja zurückziehen, ne? Warte mal, wir tanken jetzt erstmal. Manchmal geht's, manchmal nicht. Hallo? Jetzt habe ich das Menü wieder ausgemacht. So. Okay. Wachen wir jetzt eigentlich immer mitten in der Nacht auf? Oder ist es jetzt gar nicht zum nächsten Tag geworden? Halt! Im Namen des Gesetzes! Was ist das jetzt für ein Schlüssel? Chevalier D6. Ist das der hier? Tatsächlich. Lol. Das merken wir uns mal, oder? Geil. Ein richtig guter Pickup hier. Ich lasse es jetzt mal. Aber über Leichen rüberfahren ist halt lustig. Das kann man mir doch nicht verbieten. Das geht nicht. Ich will doch nur über Leichen fahren. So, einmal hupen. Ah, da stimmt. Hier unten waren die alle, ne? Ah ja, hier. Boah. Alter, guck mal, wie viele coole Autos hier sind. Und noch ein Schlüssel. Und da hinten ist noch ein Schlüssel. Also ich werde beim nächsten Mal definitiv mit Waffenmod spielen. Und Schalldämpfern und so. Oh, diese blöde Luftpumpe. Ich werde gleich Platz für den Reifen. Ich habe die alle verkrüppelt hier.
Das Auto ist eh hässlich. Okay, das war unser Vorderlicht. Ah ne, da ist es wieder. Ich lasse das Auto mal laufen, ne? Okay, los geht's. Alles leer, Vordertasche, Alkoholtupfer. Wollen wir wieder ein bisschen trainieren? Wir müssen. Wir haben keine andere Wahl. Achso, warte, warte eine Sekunde. Autoschlüssel. Chevalier, Nalia, was auch immer, ich wahrscheinlich der hier. Der nagelneue oder... Ah, Mann, das wäre schön hier, ne, wenn das gehen würde. Schade, schmutzige Bandagen können wir kurz wechseln. Die scheiß Bisswunden, ne? Ich hätte auch die Bandagen dran machen können. Oh, drei Stück? Ey, drei schaffe ich jetzt nicht. Ich hole wieder den Polizeiknüppel, der Hammer ist einfach nicht so toll. Der ist nicht so hammerhart. So, warte. Schrotflinte, zack. Schlagstock, aha, warte mal. Schlagstock. Meine Güte. Vorher konnte man einfach drüber fahren, dann sind direkt gestorben. Aber die klettern dann runter, drunter her weg. Was ja eigentlich ganz cool ist. Ich glaube, ich nehme mal einen Antidepressiva. Und wir haben immer noch Schmerzen. So, wir parken jetzt mal hier. Okay. Holzfällerhemd. Lesebrille. Oh, Halskette mit Kruzifix. Da ist sie. Ohne können wir doch gar nicht. Ich glaube, jetzt habe ich sie immer noch nicht. Halfter. Haben wir. Nehme ich trotzdem nochmal mit. Oh ja, yeah. Wir brauchen einen Polizei-Trooper-Hut anziehen. Yeah. Ich war bei der Polizei. Jeder kann das ja jetzt sagen. Kann er mehr überprüfen. Haha. Aber kugelsichere Westen haben wir eigentlich genug eingesammelt. Baggy Jeans. Baggy Jeans Hemd, ja. Haben wir schon gesehen. Militärstiefel haben wir. Wir haben sogar helle Militärstiefel. Goldene Ohrstecker. Sind auch Kruzifixe dran. Kleine. Das ist ja mal geil. Oder ist es andersrum? Das kann auch sein. Anziehen. Ach so, oh, ich habe vergessen, das Ding ins Anziehen. Sterile Bandage. Nehmen wir auch nochmal mit. Wer weiß, was ich hier überall rauskriege. Aber wir sind ja auch kein Schneider oder so. So viel passt hier wahrscheinlich nicht rein. So, Schlagstock. Haben wir den hier? Haben wir hier. Schlagstock auf 3. Ist auf 3. Schlagstock nehmen wir in die Hand. Die Stofffetzen tun wir mal raus. Kein Platz mehr. Ich glaube, wenn ich da mal einen Server habe, dann mache ich Monster Garage. Ja? Hier. So, Pimp My Ride. Almas Reparaturwerkstatt und Co. KG. Repariere jetzt ein Auto. Jo, es war ja klar. Pimp My Ride! Lecker, essen wir alles. Okay, los geht's. Toll, Nebel. The Fog, Nebel des Grauens. Sehr gut. Da haben wir unseren Lieferwagen jetzt. Einen richtigen Lieferwagen. Zeig, was in dir steckt.
Okay. Da jetzt haben wir schon zwei Autos. Der Lieferwagen wird unser Gerät zum Erfolg. So, das nehmen wir mal mit. Entschuldigung. Obwohl, nee, scheiß drauf. Wenn ich es brauche, kann man es immer noch von irgendwo holen. Waren wir eigentlich schon hier drin? Meine Güte. Ne, immer noch sehr langsam beim Schlagen. Okay, alles klar, das schaffen wir nicht. Also wir sind immer noch super lähm im Schlagen. Sehr geringe Verletzung, aber das müsste doch eigentlich... Ich glaube, wir sind einfach scheppig in dem, was wir tun. Aber wir haben ja noch starke Schmerzen. Warte, Tablette einnehmen. Tablette einnehmen. Chips essen. Mehr Tabletten! Hä, wo sind die? Ah. Da kommen? Ja, so ist fein. Schublade. Halfterkundige Weste, Polizei, T-Shirt, Make-up, ja, ja. Hausschlüssel, yo! Sehr gut. Oh, das, wenn das der Hausschlüssel von hier ist, haben wir natürlich super viel Glück. Sesam, öffne dich. Oh yeah, baby. Geil. Nein, nein. Okay, Schachtel mit 44er Magnum. Funkhälter brauchen wir nicht. Waffenkoffer. Behälter, ist aber nichts drin, oder? Waffenkoffer. Ist nur eine Tasche. Fassungsvermögen, 7. Waffenkoffer. Naja. Whatever. Es ist halt schon ziemlich schäbig hier drin. Also. Oh, ich muss eigentlich die ganzen Polizisten umfahren. Hey! Ich glaube, wir müssen noch mal Benzin holen. Ich glaube, ich habe... Nee. Habe ich Munition vergessen? Das Ding ist, wir haben noch mehr Autos drumherum stehen. Wow. Nein, das gibt's doch nicht. Och, das gibt's doch nicht.
Da wir sind so im Arsch, immer noch starke Schmerzen. Deswegen schlagen wir so schäbig zu. Wir müssen es halt nähen, aber wir haben nichts. Und ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Wir haben Humanmedizin nichts gelernt. Ich hätte mal bei der Fernsehen gucken sollen. So, was haben wir denn hier? Aha. Doppelhalfter. Oh yeah, Cowboy. Gehen wir mal rein. Wir hätten eine Waffe dabei. Nix da. Na! Meine Güte. Okay, weiter geht's. Da ist Knast. Toiletten. Eine Handaxt. Sicherheitsraum. Ansteckbare Krawatte. Hier, Beil. Nehmen wir mal mit. Einhänderbeil. Ach, Toiletten. Was ist das hier hinten? Ah! Warte mal. Nee, nee, nee. Nee, 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 no. Nope. Nein! Tu's nicht! Ist auch überladen. Der schöne Hut. Ich muss ihn immer wieder aufheben. Na, egal. Machen wir es mal. Hier ist nix. Ich glaube, wir gehen lieber, oder? Ja, ich würde sagen, wir gehen. Wir kommen ja sowieso nochmal wieder. Schläfrig. Ja, wir haben, glaube ich, nicht gut geschlafen. Hab ich den Hut jetzt an? Da ist er. Oh, scheiß Nebel. Das gibt's doch nicht. Ups. Alter, wie die da im Nebel stehen. Wie gruselig ist das denn bitte? Entschuldigung. Das Auto kann auch direkt hier bleiben. Aber ich muss mit irgendwas runterfahren. Nehme ich den Kleinen oder soll ich doch mit dem Weißen fahren? Was denn einfacher abzuschleppen? Der Kleine, ne? So, jetzt machen wir erstmal Benzinkanister. Ellus, Diablos, oh, Autos zum Plattfahrus. Schade, ich dachte, die folgen mir nicht. Nächster Freundchen. Ups. So.
sterile Bandage. Und da müssen wir direkt pennen gehen. Also, zum ersten Mal tun wir noch ein bisschen was in den Kofferraum. Irgendwie hier oder... Jo, hier ist noch Platz. Jo! Police mal im Einsatz. Okay, so. Und schlafen. Ne? Ausruhen vielleicht? Ja, wir haben Schmerzen. Sekunde. Hört ihr das? Da laufen Zombies rum. Ich glaube, die muss ich mal jagen. Ich habe Hunger, Schmerzen, bin aufgewacht. Lange habe ich bestimmt nicht geschlafen. Ist ja egal, desinfizieren wir das Ganze nochmal. So. Jetzt habe ich so ein Gefühl, dass es danach aber geheilt ist. Oder es wird niemals geheilt. So, wir essen jetzt mal ein bisschen Chips. Schön ausgewogen essen. Ganz wichtig. Wir waschen uns mal selbst. Gute Idee. Und unsere Klamotten auch. Oder? Ich habe, glaube ich, gar keinen Trockner. Oder? Oh, das, die Zeit läuft schnell. Schlagstock. Ach, wir waschen mal alles. So, egal. Ist ja nicht so kalt draußen. So, okay. Wir haben immer noch Schmerzen. Das ist der eine Zombie, der hier so Lärm gemacht hat. Guck mal, wir können wieder zuschlagen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, ich würde gerne mit dem Pickup fahren. Ich glaube, der war ziemlich fritte. Wir nehmen den kleinen. Aber wie gesagt, erstmal brauchen wir... Meine Güte, das gibt's doch nicht. Warte mal. Ich hab doch irgendwo im Auto, im Fahrersitz, Beifahrersitz. Ich hab's vergessen. Lippenstift. Oh, ich wollte mal Fernsehen gucken, ne? Warte, wir gehen nochmal gerade. Vergesse es immer wieder. Aber es ist auch irgendwie so ein bisschen nervig. Aber es ist halt echt ein guter Bonus. Wo ich die herkömmliche Weise eigentlich eher lieber habe. Onkel Phil, Dr. Phil oder was auch immer. Jeder Tag ist ja anders. Ich würde es eingeschalten lassen. Hey, I'm back with Nature and Dean. Welcome back to Exposure Survival. Sehr gut. Wir haben irgendwas Instandhaltung, glaube ich. So, warte mal gerade. Machen wir da aus. Oder wir lassen es einfach an, weil wir hören ja, wenn die Sendung losgeht. Ich wollte doch Bücher holen. In welchem Auto habe ich denn die Bücher gelagert? Warte mal, bin ich nicht aus dem Auto ausgestiegen und bin weggelaufen? War da nicht irgendwas? Warte mal. Deswegen ist das Auto doch hier. Da war ja was. Da war ja was. Wir nehmen das hier. Wir fahren jetzt erstmal nochmal runter. Ey, halt. Scheiße. Ach, Mann, ich trottel. Was vergessen. Mal ganz kurz im Lager gucken, ob da nicht noch irgendwo ein Kanister war. Oh ja. Oh ja. Aha.
alle nehmen. Alle Benzinkanister. Und dann geht's los. Autobeschaffung. Also ich würde schon den Lieferwagen gerne hochholen. Und den mal mit den wichtigsten Sachen bepacken. Und damit dann mal einen Unterschlupf suchen oder so. Aber das machen wir jetzt nächste Folge, liebe Leute. Wir sehen uns da wieder. Und bis dahin, wie immer, haut rein, Leute.